Schluss, aus! Aufhören! Mensch, komm, Schluss, Ende! Aufhören, Herr Becker, aufhören! Haben Sie denn immer noch nicht begriffen? Mit diesen albernen Flachwitzeleien über die AfD, da erreichen Sie nichts. Ganz im Gegenteil, was Sie erreichen, ist das Gegenteil. Denn der gewöhnliche AfD-Wähler ist ein urkomischer Mensch mit einem ausgeprägten Sinn für tiefschwarzen Humor. Der steht auf Witzfiguren. Wenn er eine Vorliebe hätte für seriöse, integre, grundanständige Politiker, würde die Partei doch gar nicht wählen. Nehmen wir die Frauke Petri. Da ist eine ganz durchtriebene, die sollte wegen Insolvenzverschleppung vor Gericht. Die hat eine Firma für die Herstellung von wasserhaltigen Polyurethanen. Das ist ein Reifendichtungsmittel. Ja, dann kam raus, dass die Reifen alle undicht waren, weil die Polyurethane viel zu viel Wasser enthalten haben. Das wissen Sie nicht? Ja, natürlich wissen Sie das nicht, weil das keiner wissen darf und weil man in Deutschland, wenn es um die AfD geht, nicht mehr die Wahrheit sagen darf. Nazis, von wegen, das sind doch keine Nazis, so ein richtiger, waschechter Nazi, der hat klare Überzeugungen, steht zu dem, was er sagt. Wenn ein richtiger Nazi, so wie der Lutz Bachmann, wenn der sagt, der Neger in der Nachbarschaft wäre ein undeutscher Angehöriger einer minderwertigen Rasse, dann kommt er hinterher nicht an und sagt, nee, tut mir leid, habe ich nicht so gemeint, hat mir untergeschoben, außerdem kenne ich überhaupt keine Neger in der Nachbarschaft. Nein, diese Führungsleute der AfD, das sind doch alles Hochstapler. Gegen diese Leute hilft nur eins, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Zum Beispiel über den Alexander Eberhard Gauland, den mit den sexuellen Präferenzen. Der behauptet ja bis heute unwidersprochen, er wäre freiwillig aus der CDU ausgetreten, nach 40 Jahren Mitgliedschaft. Völliger Blödsinn! Den haben sie rausgeschmissen, als gemunkelt wurde, dass er seine Doktorarbeit abgeschrieben hat, ausgerechnet von Martin Walser, und das mit den sexuellen Präferenzen. Aber das sagt ja keiner. Das verschweigt die Lügenpresse. Und warum? Weil diese Presse inzwischen komplett unterwandert ist von den Mitgliedern und Sympathisanten der AfD. Was glauben Sie denn, warum die Gaulands, Petris und Höckes inzwischen noch öfter in den Talkshows auftauchen als Wolfgang Bosbach oder Giovanni Di Lorenzo? Na, weil die längst die Strippen ziehen in den öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Rundfunkanstalten. Die fünfte Kolonne der AfD am Ende ihres lange geplanten Marsch durch die Institutionen. Sonst hätten die so eine skurrile Nummer wie die Kinderschokoladen-Kinderkacke doch niemals mit so viel Aufmerksamkeit durchziehen können. Das lief so. Der AfD-Agent in der Werbeabteilung von Ferrero lässt den Boateng und den Gündogan auf die Schokoladenpackung drucken. Ein Pegida-Mann aus Dresden macht einen auf empörten Konsumenten und der Gauland setzt seinen Spruch von der Nachbarschaft obendrauf. Und dann entfachen die Medienknechte der AfD einen Sturm der Entrüstung ob dieser rassistischen Entgleisung, der dann zum kräftigen Rückenwind für die Rassisten und Ausländerfeinde wird. Das ist alles eiskalt berechnet und punktgenau inszeniert. Damit muss endlich Schluss sein. Und deshalb rufe ich hier auf zur großen Dienstagsdemonstration. Nächste Woche in Köln. Da gehen wir erst durch die Straßen und rufen, wir sind das Volk und die Petri muss weg und Lügenpresse, Lügenpresse. Und dann machen wir eine große Kundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz. Motto, wir lassen uns von den Meinungsterroristen der AfD nicht den Mund verbieten. Und dann werde ich mich dahinstellen und die Wahrheit sagen, dass die AfD vom russischen KGB finanziert und direkt aus dem Kreml gesteuert wird, mit dem Ziel der systematischen Russifizierung des deutschen Volkes. Dass diese Vereinigung aus Antichristen und Gottlosen nicht nur die Minarette, sondern auch alle anderen Kirchtürme verbieten und abreißen will, um Deutschland zu einem Land der Ungläubigen und Atheisten zu machen. Dass die AfD mit einem Austritt aus der EU die deutsche Wirtschaft schwächen und langfristig in den Ruin treiben will, um dieses Land wieder in die Zeiten vor der Industrialisierung zurückzuversetzen. Und natürlich werde ich die Wahrheit sagen und nichts als die Wahrheit über das verlogene Führungspersonal dieser etablierten Partei. Dass Björn Höcke in Wahrheit Björnowitsch Höckinski heißt und seine Anweisungen von Wladimir Putin persönlich bekommt. Dass diese Insolvenzunternehmerin Frauke Petri ein uneheliches Kind mit einem tatarischen Gewichtheber hat, dass heute in einem Waisenhaus in Astrachan die Latrinen putzen muss. Und natürlich, dass der feine Herr Gauland mit seinen sexuellen Präferenzen vermutlich große Probleme hat mit den geistigen Eigentumsverhältnissen. Und dann, das sollen sie mich verklagen. Puh, da werde ich behaupten, ich hätte das nie so gesagt. Ich kenne die Leute gar nicht. Und überhaupt, ich hätte mir geglaubt, die AfD sei ein Automobilclub. Dann zahle ich.
zahle ich eventuell eine kleine Geldstrafe, habe aber mein Ziel erreicht. Denn wenn man großflächig mit Dreck schleudert, bleibt immer was hängen. So hat das auch mit dem Boateng funktioniert. Wenn da der Gauland hinterher behauptet, ja, wenn er gewusst hätte, dass der Jerome nicht nur die deutsche Staatsbürgerschaft hat, sondern auch ein bekennender Christ ist, hätte er das mit der Vertreibung aus der Nachbarschaft nie gesagt. Ja, dann heißt das doch im Umkehrschluss, wenn der Boateng jetzt kein Deutscher und kein Christ wäre, dann könne man ihn ruhig aus der Nachbarschaft vertreiben. So funktioniert das. Ganz einfach. Einfach widerlich.